Moin Leute und willkommen zur nächsten kurzen Reihe auf unserem Kanal. Ja, Minecraft, ihr seht es im Hintergrund. Die ganzen Sachen gibt es natürlich schon auf unserem Kanal. Das Spiel kam für die PS5 raus und wir dachten uns, komm, wir brauchen die Trophäen so oder so nochmal. Wir testen einfach mal, ob sie noch wie damals funktionieren. Uns sind auch schon ein, zwei Sachen aufgefallen. Die werde ich im Laufe des Videos erklären. Ja, im Hintergrund seht ihr unsere Welt. Ist ein bisschen was passiert auf dem Server. Ist aber noch lange nicht fertig und das ist auch schon ewig her, wo wir mal wieder gezockt haben. Also das existiert schon ein bisschen und wurde nie vollendet. Aber ja, darum soll es gar nicht gehen. Wir fangen einfach mal an. Genau. Wir haben das Mist aufgebaut wie früher. Der Anfang und der Anfang. Wir haben trotzdem natürlich auf Oldschool-Basis das gelassen. Genau, also für die Trophäe müssen wir den Wither spawnen. Dafür brauchen wir erstmal Wither-Köpfe. Ich habe hier, wir haben eine Farm, wo wir Bücher traden können und dort habe ich mir Plünderung und Mending geholt, also Reparatur, das braucht ihr nicht unbedingt, aber Plünderung würde ich euch empfehlen. Kriegt ihr natürlich aber auch über den normalen Verzauberungstisch hin. Wenn ihr da Glück habt, dann kriegt ihr da auch Plünderung drauf. Genau, ich habe mir das einfach so zusammengebastelt. Das sind erstmal die wichtigen beiden, weil ich habe letztes Mal, wo wir gezockt haben, was schon ein paar Monate her ist, mein Schwert verloren, ist verbrannt. Da hatte ich auch das beste Schwert, aber deswegen musste ich mir provisorisch ein neues tun, machen. Genau. Jetzt ist unser erster Step. Wir gehen ins Nether. Wenn wir im Nether sind, dann gehen wir zu einer Netherfestung, also suchen uns eine Netherfestung mit unserem Schwert. Das ganz coole ist halt, wir haben halt hier Lytrin inzwischen. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht, wo wir die Trophäenvideos gemacht haben. Vorher so, holen wir so ein bisschen Soul Sand, ist ja logisch, brauchen wir auch für den Wither. Und genau, dann besuchen wir die Netherfestung. Angekommen in der Netherfestung suchen wir uns diese Wither hier und ja, werden davon mal ein paar töten. Mit Plünderung habt ihr halt eine höhere Chance, dass ihr da einen Kopf bekommt. Ihr braucht diese auch später noch für eine andere Trophäe in einem anderen Expansion Pack. Aber ja, wichtig wäre, ihr braucht auf jeden Fall drei Köpfe. Nimmt am besten 6 mit. Bei uns war das nämlich so, der den Last Hit gemacht hat, bei dem Wither hat die Trophäe gekriegt. Also Nick hat das erste Mal den Last Hit gemacht. Dadurch habe ich die Trophäe nicht erhalten. Und beim zweiten Mal musste ich ihn am Ende töten, dadurch habe ich die bekommen. Genau, hier Wither Skelettschädel mitnehmen. Den könnt ihr natürlich überall spawnen lassen, wo ihr wollt. Ihr könnt ihn auch draußen spawnen lassen. Wir haben den im End spawnen lassen, einfach weil da uns das scheißegal ist, was er kaputt macht. Und genau. Also da haben wir ihn spawnen lassen, also in End City, sage ich jetzt mal. Und genau, da sind wir dann einmal rüber geswitcht. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch überall machen, wo ihr wollt. Wichtig ist nur zu wissen, dass der halt ja, die Umgebung ein bisschen zerstört. Ne? Sagen wir es mal so. Ich erinnere noch, dass wir das erste Expansion Pack, was wir damals gebracht haben, da ist Nick, glaube ich, auch gestorben, wo wir das erste Mal gemacht haben. Das war schon witzig. Genau, jetzt ist es aber wichtig, so, ihr setzt hier Soul Sand 2 und dann jeweils einen an die Seite und dann setzt ihr die Köpfe oben rauf. Dann bekommt ihr auch schon die erste Trophäe. Genau, so, zack, da ist auch die erste Trophäe, dann spawnt er, der lädt auf. Hier ist wichtig, schaut oben, in der ersten Phase ist der nur im Fernkampf zu attackieren, ne? Also müsst ihr ein bisschen mit dem Bogen drauf schießen. So, also ein Bogen ist auch ganz wichtig zu haben. Genau, und wenn dann die erste Phase vorbei ist, dann habt ihr die Möglichkeit, den im Nahkampf zu töten. Und bei uns ist das so gewesen hier, ist ein Nahkampf. Das ist jetzt schon der zweite Wither, den wir gespawnt haben. So, da habe ich dann den letzten Hit gemacht. Nick hat sich da rausgehalten. Und damit habe ich dann die Trophäe auch bekommen. Also ihr haltet die, sobald ihr oder der Platz. Da nehmt ihr euch ganz wichtig den Nether-Stern mit, den hier. Den braucht ihr nämlich für die nächste oder für eine weitere Trophäe. Ja, nächste Trophäe, Trendfarben. Die ist jetzt tatsächlich anders. Früher hieß sie Batik Outfit. Da ging es noch über dieses Inventar. Nun geht es über einen Kessel, den füllt ihr mit Farbstoff. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euch eine Rüstung, die ihr färben wollt, tunkt die dort ein und dann kriegt ihr die Trophäe. Genau, damals war es halt übers Inventar. Da konnte man die da färben. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Genau, die Trophäe heißt auch anders. Ja, das ist der Weg. Genau, übermächtig. Übermächtig ist die nächste Trophäe. Die Trophäe besagt, dass ihr einen Notch-Apfel essen sollt. Glaube ich zumindest, dass sie so hieß. Hierfür, ganz wichtig zu wissen, den gibt es nicht mehr, oder den kann man nicht mehr craften, den kann man nur noch finden. Früher konnte man den craften. Den findet ihr in beispielsweise so einer Mine hier unten
oder auch in Wüstentempeln, ja, oder in so anderen Gebilden, sage ich jetzt einfach mal. Also einfach, wenn ihr ein bisschen lootet, dann solltet ihr eigentlich auch einen goldenen Apfel finden. Also wir haben relativ viele tatsächlich gefunden. Und dann findet ihr beispielsweise hier in so einer, in so einem Minecar. Genau. Da seht ihr das dann eigentlich. Und dann müsst ihr den einfach essen und schon habt ihr die Trophäe. Genau, da habt ihr übermächtig. So. Weiter geht's mit der Trophäe Leuchtturmwärter. Da braucht ihr den Netherstern, den ihr vom Wither bekommen habt. Und genau, dann müsst ihr euch ein Leuchtfeuer machen. Ihr seht auch schon, ich habe Eisenblöcke im Inventar. Die braucht ihr nämlich auch. Und dann macht ihr euch das Leuchtfeuer. Und sobald ihr das habt, müsst ihr ein 9x9 Feld komplett mit Eisenblöcken befüllen. Ihr könnt auch Goldblöcke nehmen, Diamantenblöcke, Smaragdblöcke, egal was, auf jeden Fall die Blöcke. Und dann füllt ihr euch einfach hier ein 9x9 Feld komplett auf. Und sobald ihr das habt, legt ihr das Leuchtfeuer oben drauf und ihr erhaltet die Trophäe. Was ganz cool ist an dem Ding, ihr könnt auch Effekte drauf machen, die vielleicht auch für euch hilfreich sind. Beispielsweise höheres Springen oder schnelleres Abbauen. Das haben wir auch. Also wir haben schnelleres Abbauen bei uns, bei dem Schloss. Habt ihr auch am Anfang gesehen, da ist auch so ein Leuchtfeuer oben drauf. Einfach damit das alles ein bisschen schneller von der Hand geht. Genau, hier seht ihr, zack, da ist der Leuchtturmwärter. Das ist die Trophäe. So, Trampolin. Trampolin ist die letzte Trophäe. Hierfür müssen wir einen Slime töten und oder mehrere Slime töten und halt ja, Slime-Blöcke daraus machen und dann aus einer guten Höhe da drauf springen und 30 Meter in die Luft springen. Oder gejumpt werden wieder. Ja, ich habe mich da einfach hochgebaut und habe uns dann ein Feld gemacht, wo wir raufgesprungen sind. Und dann kam auch schon die Trophäe. Also ziemlich, ziemlich simpel. Ihr seht jetzt hier gleich nochmal, wie ich die Schleimblöcke fertig mache. Hier habe ich ein bisschen Slime geholt, beziehungsweise hatten wir auch noch. Also davon findet ihr eigentlich sehr, sehr viel. Hier habe ich jetzt nur 8 gemacht. Im Endeffekt habe ich mir 9 gemacht. Den letzten habe ich mir gleich nochmal gemacht. Seht ihr da auch nochmal. Und ja, wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Einfach die Neuauflage von früher fanden wir ganz cool. Und genau, wir gucken jetzt nach und nach einmal die Expansion Packs durch. Außer natürlich die neuesten. Da werden wir mal schauen, wie wir es machen. Aber ja, gerade die alten 1 bis 10 werden wir definitiv nochmal wiederholen. Genau, und jetzt einfach runterspringen und dann war's das. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne bewerten. Und wir sehen uns im zweiten Expansion Pack. Haut rein.